Hey du, schön, dass du dabei bist. Mein Name ist Chris. Wir spielen Hogwarts Legacy und sind immer noch in der ersten Mission. Machen gleich mal weiter. Schön, Sie zu sehen, Professor. Gleichfalls. Ich hatte gehofft, dass sich unsere Wege kreuzen, bevor Sie sich Ihren Studien widmen. Habe ich Sie und Professor Weasley etwa von Ruinen sprechen hören? Sie hat mich überrumpelt, aber ich habe ihr nichts weiter über unsere Reise erzählt. Ich befürchte allerdings, sie ahnt, dass wir nicht ganz ehrlich sind. Nun ja, Professor Weasley ist eine geniale und kluge Hexe. Gut, dass Sie die Einzelheiten zunächst für sich behalten haben. Wir wissen nicht, wohin uns dieser Pfad noch führen wird. Womöglich erfordert er etwas mehr Flexibilität Ihres Zeitplans, als ihr lieb ist. Und sie könnte sich verpflichtet fühlen, dem Schulleiter Details mitzuteilen, die unter uns bleiben sollten. Verstanden, Professor. Gut, nun, so kompetent Sie auch sind, denke ich, Ihre Fähigkeit macht eine gute Ausbildung unerlässlich. Glücklicherweise haben Sie ein ausgezeichnetes Gefolge von Hexen und Zauberern, das Ihnen zur Hand geht. Apropos Hand, und bevor Professor Weasley mich wieder auf Ihre so charmante Art maßregelt, warum zeige ich Ihnen nicht den cleveren Zauber, den wir dem Handbuch beigefügt haben? Falten Sie die Karte auf. Okay. Okay. Die Karte ist verzaubert und weist Ihnen den Weg. Das wird mir sicher weiterhelfen. Danke. Sie haben einen langen Tag vor sich mit Unterricht und einem Ausflug nach Hogsmeade zur Beschaffung von Vorräten und eines Zauberstabs. Sie werden Mr. Ollivander mögen. Er versteht sein Handwerk und ist ein guter Freund. Ich melde mich, wenn ich mehr über unser geheimnisvolles Medaillon weiß. Konzentrieren Sie sich derweil auf den Unterricht, denn von der Magie, die Sie in diesen Wänden lernen, hängt womöglich mehr ab als nur Ihre ZAGs. Okay, wir... Ah, okay, hab ich überlegt... Geht doch dann da auf und wir können hier weitergehen. Ah, jetzt sind wir da. Revelio. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Schön. Da haben wir bestimmt ganz viel zu tun. Um hier vieles zu entdecken. Das dauert wahrscheinlich ein bisschen. Bis wir das hier alles haben. Das haben wir gerade entdeckt. Wir gehen erstmal weiter und durchsuchen das dann zum anderen Zeitpunkt mal. Haben wir hier noch irgendwas in der Nähe? Ah, da hinten ist eine Kiste und noch vieles, vieles andere. Das hier ist irgendetwas. Okay. Revelio. Uns alle hier üben. Hier drüben um. Kann jemand irgendetwas finden? Na gut. Dann machen wir uns mal weiter und lernen den nächsten Zauberspruch. Ich sage ja immer, rein!
Reisen erweitert den Horizont. Das sagt sie immer. Super! Ist das alles? Tomada! Levioso! Professor Hackett! Seien Sie so gut und jagen Sie einander in Ihrer Freizeit in die Luft. Neue Schüler kommen jedes Jahr. Doch ich habe nur einen schwarzen Hebridenschädel. Er stammt von der großen Wilderer-Razzia 1878, von der Sie sicher gehört haben. Und falls Sie sich fragen, wie eine alte Frau wie ich im Alleingang den größten Wildererring in Ostwales ausschalten und sich nun damit brüsten kann, pures Wissen. Für die Weisen bedeutet Alter kaum etwas. Heute besprechen wir einen Zauber, der mich schon öfter vor dem Tod durch schwarze Magier bewahrt hat, als mir lieb sein kann. Levioso. Levioso? Ein Schwebezauber? Levioso! Ein überraschter Gegner ist ein schwacher Gegner. Wollen Sie sich schützen, Poet? Nein? Was ich als Unsägliche gelernt habe, ist der Vorteil der Schlichtheit. Gerade im Eifer des Gefechts. Nun, üben wir, was wir gelernt haben. Fangen wir mal klein an. Levioso. Nun, probieren wir etwas Größeres. Beginnen wir mit dem Basiszauber. Sehen Sie, wie die Puppe den Zauber abwehrt? Wirken Sie diesmal zuerst Levioso und dann den Basiszauber. Denken Sie daran. Gut gemacht. Sehr gut. Okay. Aber am besten kann man in Duellen üben. Sie beide fangen an. Duellanten in Position. Zeit für deine Hogwarts-Begrüßung. Also, ich will ein faires Duell. Nur mit Levioso, Basiszauber und Protego. Beginnen Sie. Das war Glück. Glück hat damit nichts zu tun. Gute Technik. Ich weiß. Das ist doch nicht dein erstes Duell. Protego, das erschwert die Dinge. Ein schönes Duell weiß ich zu schätzen. Weggesagt. Nicht schlecht für den Anfang. Du teilst aus, wie du einsteckst. Sie haben meine Herausforderung gemeistert. Punkte für Ravenclaw. Danke, Professor Hackett. Ich freue mich über diese Übungsmöglichkeit. Wenn Ihre heutige Leistung auf mehr schließen lässt, können wir Großes von Ihnen erwarten. Ich verlange von meinen Schülerinnen und Schülern Spitzenleistungen. Sie sind dazu fähig und müssen sie auch erbringen. Ein Duell im Klassenzimmer ist eine Sache, aber ein Kampf gegen schwarze Magier oder, was immer wahrscheinlicher wird, gegen Kobolde ist eine ganz andere. Verstanden, Professor. Gut, Sie sollten weiter üben, wann immer Sie können. Vielleicht hat Mr. Cello ja ein paar Anregungen. Wie gesagt, gut gemacht heute. Ich werde mich bald mit weiteren Aufgaben melden. Na gut, das war genug Aufregung für heute. Gegen Professor Hackett würde ich nicht antreten wollen. Wenn du die richtigen Zaubersprüche kennst, werden die schwarzen Magier dich fürchten, nicht umgekehrt.
Ich dachte immer, Levioso sei für Erstklässler. Und sie? Jetzt nicht mehr. Hat sie ein bisschen getäuscht. So, erzählen die... der da hinten erzählt noch ein bisschen was mit uns. Wir gehen erst mal zu ihr. Du hast dich mit Sebastian duelliert. Starker Gegner. Respekt. Gute Arbeit. Das hat Spaß gemacht. Ein Duell für die Geschichtsbücher. Alle werden darüber sprechen. Auf jeden Fall eine gute Übung. Übung? Das war wie ein Duell gegen eine Expertin. Ich bin übrigens Sebastian Cello. Dafür, dass du neu bist, bist du aber geschickt mit dem Zauberstab. Aber vielleicht war das ja nicht dein erstes Duell. Doch, war es. Vielleicht habe ich ja ein Händchen dafür. Tu nur so, aber mich täuschst du nicht. Magie erfordert Willen und Talent. Weißt du, du wärst perfekt für eine bestimmte, nicht genehmigte Duellorganisation geeignet. Oh. Exklusiv und ungenehmigt? Ich bin dabei. Ausgezeichnet. Ich hatte also recht. Wenn du deine Zeit in Hogwarts voll ausnutzen willst, musst du ab und an auch mal die Regeln brechen. Ob du einem geheimen Duellclub beitrittst oder in die verbotene Abteilung der Bibliothek schleichst, man muss nur schlau genug sein, sich nicht erwischen zu lassen. Danke, Sebastian. Ich werd's mir merken. Gut, war schön mit dir zu sprechen. Wir sehen uns sicher bald. Vielleicht an einem nicht genehmigten Ort. Dann sehen wir, ob du Talent hast oder heute nur Glück hattest. Suche beim Eingang zum Glockenturm nach Lucan Brattleby, wenn du Interesse hast. Dann bis bald. So. Bis bald. Sie können sich ja gar nicht vorstellen, wie umständlich das Reisen vor Flohpulver war. Hier ist nichts. Doch irgendwas war ja. Controller wackelt, also vibriert. Trinken Schock Tee. Was ist denn hinten Feindes? Ah, da ist was. So. Da ist nichts. Hier geht's weiter hoch. Da ist erstmal auch nichts. Dann gehen wir noch ein Stückchen nach oben. Und noch ein bisschen nach oben. Es geht weiter. Wir sind, glaube ich, jetzt gleich da. Hier, hinter dir. Hier ist noch ein Platz frei. Danke. Hallo, ich bin Nati. Du bist also neu in Hogwarts. Kennst du den Professor Ronan schon? Beginnen wir? Willkommen im fünften Jahr des Faches Zauberkunst. Dieses Jahr ist für Ihre Ausbildung in der Zauberkunst äußerst wichtig. Aber... ich denke, wir werden es mit gebührender Einsatzbereitschaft und Sorgfalt angehen. Gut, öffnen Sie nun bitte alle die Bücher auf Seite 517. Aber bevor wir beginnen, kann mir hier jemand den Unterschied zwischen den Beschwörungen des Farbwechsels und Wachstumszauber nennen? Niemand? Niemand? Ich fürchte, fürs Lernen ist es jetzt zu spät. Die Sommermonate müssen für Sie schwer gewesen sein. Wie es aussieht, haben Sie in den Ferien aneinander Obliviate geübt. Kennen Sie denn überhaupt noch den Standard-Aufrufe-Zauber? Gut. Es scheint, wir brauchen dringend eine Auffrischung.
Suchen Sie sich einen Partner und stellen Sie sich an beiden Seiten des Klassenraums auf. Nutzen wir jetzt die Bücher als eben jene stumpfe Gegenstände, für die Sie sie halten, und rufen Sie sich abwechselnd gegenseitig aus den Händen. Es wird nur je ein Buch pro Paarung benötigt, Miss Dale. Dankeschön. Stellen Sie sich auf. Okay. Akio. Das war gar nicht übel. Sie lernen äußerst schnell. Ich sehe viel Potenzial, aber Vorsicht. Potenzial ist nichts ohne Übung. Weiter so. Dann können Sie mit Miss Onai mithalten. Sehr gut, das genügt fürs Erste. Nun, da Sie alle die Grundlagen zu beherrschen scheinen und es ein so schöner Tag ist, dachte ich, wir unternehmen vielleicht eine kleine Exkursion. Nach draußen, an die frische Luft. Mir nach! Ich war immer der Meinung, dass Spaß und Können sich bedingen. Die Quidditch-Spieler unter Ihnen werden mir sicher zustimmen. Also, was wäre besser als ein wenig Sport, um unser Können mit Aufrufezaubern zu testen? Stimmt's? Ja! Ja! Warum fängt er nicht unser Neuzugang an? Okay, wie machen wir das jetzt? Verzaubern Sie die Kugeln mit Akio und lassen Sie sie im letzten Moment wieder frei. Nun stellen Sie es sich wie eine Partie Koboldsteine vor. Aber statt die Murmeln zu sterben, grüßen Sie die Murmeln? Sehr gut. Jetzt nicht die Fassung verlieren. So gut. Genau so. Das passiert den Besten von uns. Nein. Komm einmal. Wunderbar. Ich hasse sie total zeitig los. Sehr gut. Punkte für Ravenclaw. Aber es gibt wohl keinen Sport, der ohne freundschaftlichen Wettkampf auskommt. Miss Onai, möchten Sie unserem Neuzugang eine Herausforderung bieten? Kommen Sie. Ihre Farbe ist blau, genau wie vorhin. Miss Onai, Sie spielen rot, verstanden? Ja, Sir. Konzentration. Okay. Ja, bitte. Jetzt nicht die Fassung verlieren. Wir waren so nett, haben mir noch ein paar Punkte mehr gegeben. Plan war, die Kohle rauszuziehen. Na toll. Okay, wir haben schon mal Pünktchen. Ach. 150, mehr geht nicht. Nein. Du hattest das fast. Ah. Na, dann wollen wir es doch ein wenig interessanter machen. Das war jetzt schon sehr bescheiden. In der Tat. Genug geplappert. Das erfordert Ihre ganze Konzentration. Diese Runde entscheidet alles. Na dann los. Ich
Ich habe noch nicht den Griff raus mit dem Loslassen. Beziehungsweise ich lass los, aber. Kein Unterschied. Lass los. Okay. 50. Ich hoffe, ich hab's mir gemerkt. Ja, gut. Nein, das ist zu weit. So ein Mist. Okay, jetzt mach nicht so viel, dass wir das Ganze noch gewinnen können. Und schieß uns nicht raus. Okay, der muss bei der 50 landen, ansonsten war's das. Oh nein, das ist viel zu doll. Ach. Schade. Sehr gut, alle beide. Gute Arbeit. Nein. Jetzt reisen wir wieder zurück, oder? Yep. Gut gemacht. Du hast die Niederlage gut weggesteckt. Ich wollte es dir nicht zu leicht machen. Es dauerte Wochen, bis ich Akio beherrschte. Es hat Wochen gedauert, bis ich hier irgendwas richtig machen konnte. Es wird leichter, versprochen. Danke, dass du das sagst. Ach. Es ist einfach viel auf einmal. Das kann man sagen. Ich weiß noch, wie es mir bei meiner Ankunft ging. Ich bin kurz vor meinem 4. Jahr von Ouagadou hierher gewechselt. Meine Mutter erhielt ein Angebot, hier Wahrsagen zu unterrichten. Und ehe ich mich versah, verließen wir Uganda und waren auf der anderen Seite der Welt, in einer ganz neuen Schule. Das klingt vielleicht seltsam, aber ist die Magie auf Ouagadou genau wie hier? Größtenteils ja. Aber hier musste ich lernen, wie man einen Zauberstab benutzt. Das tut kaum jemand in Ouagadou. Zauber ohne Zauberstab müssen schwächer sein als die mit einem Zauberstab. Nein, ganz und gar nicht. Ohne Zauberstäbe gewirkte Magie ist genauso mächtig. Ich empfinde stablose Magie als viel instinktiver. Und es ist viel praktischer, wenn man keinen Zauberstab hat. Aber ich muss zugeben, dass mir Zauberstäbe inzwischen gut gefallen. Sie wirken so dramatisch. Ist Ouagadou ein Schloss, wie Hogwarts? Sie liegt im Ruwenzori-Gebirge. Es ist weniger ein Schloss, als vielmehr ein wunderschönes Bauwerk, direkt aus dem Berg gehauen. Ich erinnere mich noch, als ich sie das erste Mal sah. Der Nebel war so dicht, ich konnte kaum etwas erkennen. Und dann tauchte sie plötzlich vor mir auf. Diese gigantische Schule, die mitten in der Luft zu schweben schien. Ist Ouagadou größer als Hogwarts? Die Ouagadou-Schule für Zauberei ist die größte Zauberschule der Welt. Also ja, größer als Hogwarts. Doch sie wirkte nie einschüchternd oder überwältigend auf mich. Ich fühlte mich dort zu Hause. Schön, mehr über andere Zauberschulen zu hören. Danke, dass du fragst. Ich vermisse Ouagadou, aber ich bin froh, hier in Hogwarts zu sein. Ah, ich glaube, Professor Ronan will mit dir sprechen. Lass ihn besser nicht warten. Bis zum nächsten Mal. Natürlich kannst du Magio auf Menschen anwenden, wenn du magst. Man soll den Zauber auf die Kleidung anwenden, Sebastian. Bei Menschen funktioniert er nicht. Professor Ronan erinnert mich an meinen Großvater. Sehr weise, aber etwas schräg. Sie wollten mich sprechen, Professor? Ja, wollte ich. Hat Ihre erste Zauberkunststunde Ihre Erwartungen erfüllt? Naja, eine Lektion an der frischen Luft hatte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, Sir. Welcher Zauber wohnt schon Erwartbarem inne? Miss Onei ist sehr talentiert. Grämen Sie sich nicht allzu sehr. Schließlich lernt man aus Niederlagen oft am meisten. Natürlich, Professor. Eine spannende Partie.
Miss Onai ist stets eine harte Gegnerin. Allerdings erscheint sie mir in letzter Zeit doch etwas fahrig. Professor Weasley hat darum gebeten, dass ihre Professoren sie noch zusätzlich zum normalen Lehrplan unterrichten. Ich werde mich bald bei Ihnen wegen einer besonderen Aufgabe melden, die ich für Sie vorbereite. Das ist so nett. Sehr gut. Okay. Jetzt haben wir zwei Zaubersprüche gelernt und das war echt sehr viel Input für heute, die ersten beiden Stunden. Deswegen vielen lieben Dank für deine Aufmerksamkeit. Schön, dass du dabei warst. Gern bis zum nächsten Mal. Bye.